Ey, so ein Hals habe ich. Aber gut, man muss sich ja anpassen. So ein Schablon ist echt geil, kann ich nur empfehlen. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr. Doppelte Power, doppelter Spaß. Und nicht vergessen, den wieder abmachen, sonst hat man den überall im Gesicht wahrscheinlich. Ach du Scheiße. Ups. Dann passt hier die Latte noch wunderbar hin. Mhm. So, schnell mal auf den Feierabend die Rückwand rausgenommen. Ist ja total einfach hier beim Ducato. Also ich 12 Schrauben, eine große rausgehoben, schwer war sie auch nicht. Ja. Nee, richtig geil. So, die letzte Pappe ist soweit, hat jetzt ungefähr 2 Stunden gedauert, hier die Schablone abzumessen und zu kleben. Und jetzt können wir die Grundplatte sägen. So, ich habe mir die jetzt noch schön auf Plattenbreite quer eingeschnitten, damit die ein bisschen besser handelbar sind. Gut nummeriert. Dabei ist natürlich darauf zu achten, dass man nicht in den Boden schneidet, wenn man hier jetzt unten einmal lang cuttet. So, fertig ist die Schablone. Falls jemand ein L4 hat und eine Schablone braucht, kriegen wir bestimmt irgendwie hin, dass euch die abholen könnt. Tschö. Mal anzeichnen. Ja, jetzt haben wir alle zusammen die einzelnen Musterstücken und jetzt müssen wir uns nur noch ein feines Plätzchen suchen, wo wir die sägen können. Wo du die sägen kannst. Im Wohnzimmer. Wisst ihr, als ich die Boxen gebaut habe, wow, das misst ich hier. Jetzt sagt sie selber im Wohnzimmer. Na, schauen wir mal. Ja, da Kaffee trinken bei und Kekschen essen. So, und zwar ist es jetzt auch ein bisschen zu ungenau im Keller mit den Abzeichnern. Deswegen haben wir es jetzt hier nochmal komplett hingelegt. Und es war auch ganz gut so, weil wir haben noch einen kleinen Versatz drin entdeckt, den wir jetzt korrigiert haben. Und jetzt sollte das passen. Und jetzt werden wir schön die Dinge auf den Böcken sägen. Ah, sieht gut aus. Gut. Jo. Ja, geil. So ein Schablon ist echt geil. Kann ich nur empfehlen. Cool, jetzt die anderen Platten. So, es ist vollbracht. Wir haben unseren Boden drin.
Wir haben ihn gesägt. Danke, Schatzi, für die Hilfe. Fürs Anfeuern. Yeah! Da ist er. Vier Platten, 1,3 Meter. Nach der Schablone gesägt. Einmal mussten wir noch ein bisschen nachjustieren. Aber ansonsten sieht das richtig geil aus. Und das, da wo es nicht geil aussieht, wie hat mein Vater immer früher gesagt, da kommt ein Schrank vor. Geil. Ja, das Gute ist jetzt, die verrutschen jetzt auch nicht auf der Fahrt nach Hause. Heute muss ja alles wieder raus, weil da drunter kommt dann ein Armaflex rein. Aber jetzt haben wir den großen Batzen erstmal fertig und unsere Bodenplatten gesägt. So, heute probieren wir mal die Leisten unter den Bodenplatten zu sägen und die Kanten von den Bodenplatten zu versiegeln. Also ich glaube ich, so wie es aussieht. Ist das dein Ernst? Ja, Mann. Okay. Gut, dann fange ich mal an. Hui, ganz schön windig. So, sehr schön. Jetzt kann es gut hier in der Sonne trocknen. So, und wir, hier noch ihr Faulenz, wir nehmen uns jetzt mal die Lappen vor. Das ist mir gar nichts zusammen, das ist gar nicht in die richtige Mitte. Ja. Wo peile ich an, hier? Oder wo? Hier in dem Fenster, die rechte Kante von dem Fenster. Passt. No, ja. Jo, jo. Jetzt nur das 30 Mal. So, nach unzähligen Sägungen haben wir es jetzt mal so irgendwie hier vorbereitet. Von der Aufteilung hat es nicht ganz hingehauen, so rum, weil es nicht symmetrisch ist. Wir haben uns jetzt gedacht, da man in diesem Bereich mehr läuft, haben wir hier in jeder zweiten Sicke eins gemacht. Und hier sind ja schon die Schrankaufbauten, deswegen ist hier ein bisschen was Dickeres. Jo. Hier in der Mitte, hier haben wir einen kleinen Steg gemacht, weil hier Wasser- und Stromleitungen auf die andere Seite geführt werden. Und hier außerdem noch der Flansch für die Standheizung reinkommt. Und ich glaube, das können wir jetzt auch schon machen. Ja. So, hier sind wir. Ja. So, und hier müssten wir rauskommen. So, dass der Flansch ungefähr so hier montiert wird. Werden wir jetzt gleich mal oben anzeichnen und ein kleines Loch vorbohren und gucken, ob wir hier auch wirklich in der Ecke rauskommen, wo wir uns das vorstellen. So, Ahmad. Durchgelocht. Also, ich würde sagen, perfekt. Da sieht man es. Das andere kommt dann da in die Ecke und dann geht's nach da und nach da. Oh Gott! Ich muss noch mal gucken. Alles gut. Scheiße. Ups. Wie war das? Da kommt ein Schrank vor. Hallo. Schönen guten Tag. Einmal Pommes und Cola zum Mitnehmen. Gib mir mal die Kamera durch. So sieht das jetzt von unten aus.
Jo, supi. Jetzt noch einen Graten und lackieren. Ein geschulter Blick, ja, sieht gut aus. Kannst du mal den Flansch einführen? Aber sicher, Herr Professor. Warte. Mmh. Ja, wunderbar. Wird dann schön mit Sikaflex zugemacht und er kommt dann ungefähr aufgrund der Bodenhöhe, wird er dann ungefähr so weit rausgucken, so dass wir hier schön genügend Platz haben. Super, danke. Gerne. So, jetzt ist alles schön geschmeidig entgratet. Jetzt kommt noch ein bisschen Rostschutz drauf. Das ist so eine leicht klebende Schutzfolie, die man super wieder abkriegt. Kann man auch so über Kanten vom Auto kleben, wenn man da oft drauf läuft, dass es keine Kratzer gibt. Die nehme ich jetzt einfach zum großflächigen Abkleben und zum Lackieren und danach kann es gleich wieder weg, damit die Sauerei sich so ein bisschen in Grenzen hält. Ist das eklig? Das ist ja noch schlimmer als Frischhaltefolie, oder? Ja. Noch ausgelöst. Cut, cut! Hallo! Was ist das denn? Wenn's nicht sprüht, wird's sprühbar gemacht. Also wir kaufen jetzt nicht eine neue, wir haben jetzt ein bisschen doppelte Power, doppelter Spaß. Müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Lass uns Dinge besprühen. Alter Schwede, Scheiße. Das blubbelt ja. Ja, ja, das ist der Rostschutz. Okay, na, das wird ein Spaß unterm Auto. Na, das. So, supi. So, ein neuer Tag, ein neues Glück. Heute wollen wir mal probieren, dass wir die Lattung unter dem Fußbodenbelag kriegen. Das heißt, erstmal wieder alles ausräumen. So, raus sind die Platten. Die Hölzer liegen jetzt hier auch noch drin. Ich hatte mir, als wir die hier gesägt haben letztens, habe ich mir die natürlich markiert. Hier steht schon zum Beispiel ein 3C drauf. Also das ist die Reihe 3, drittes Teil. Und hier geht es hier reihum. So kann ich jetzt gleich erkennen, wo was hinkommt. Boah. Und jetzt werde ich mal ein bisschen anfangen. Ich richte mir die nochmal so aus, wie die eigentlich hinkommen. Und danach geht es ans Putzen. Ja. Schönes Wetter haben wir. Ordentlich warm ist auch. Der Bremsenreiniger wird schön in den Kopf steigen. Los geht's. So. So soll das eigentlich aussehen. Wer hier richtig aufpasst, sieht hier einen kleinen Fehler. Die Nummer 6 fehlt vorne. Das ist das Problem, wenn man keine Garage hat und jeden Tag den ganzen Scheiß aus dem Auto wieder in den Keller packen muss. Dass man so durcheinander kommt mit dem Material, dass man halt eine fertige Latte als normales Restholz deklariert und die dann nicht mehr mitnimmt. Das heißt, ja, die 6 müssen wir erstmal auslassen, weil ich habe keine Lust, jetzt hier das alles nochmal einzupacken und ja, nach Hause zu fahren für eine Latte. Die klebe ich dann später nach. So, das heißt jetzt sauber machen jetzt. Hey, so einen Hals habe ich. Aber gut, man muss sich ja anpassen. So, ich mache das zweistufig. Erst den hinteren Bereich und nachher den vorderen Bereich. Aus dem einfachen Grund, weil es dann einfacher ist, hier drin rumzulaufen.
Ja, ich habe jetzt genau hinten die gemacht, die ich mir da vorher markiert habe. In diesen Reihen kommen Latten hin und die ist jetzt sauber und fettfrei. So, ich klebe die Latten auf den Boden mit Sikaflex 221. Ich habe mir eine etwas teurere Presse geholt, weil die billigen könnt ihr knicken. Das ist eine mit so einem Ratschenverschluss. Das heißt, die bringt auch die Kraft wirklich auf die Kartusche rauf. Genau. Jetzt schneiden wir hier noch ein bisschen quer ab, dass wir eine richtig schöne fette Wurst haben und das dick auftragen können. Und dann gucken wir mal, wie das so funktioniert. Ich fange mal mit so einem kleinen Teil erstmal an. Also auftragen ging schon mal eigentlich ganz cool. Jetzt haben wir hier so richtig schön einen Berg. Dann können wir so ein bisschen schön Material zwischen dem Holz und dem Boden noch lassen, dass das Holz nicht ganz aufliegt. Dann kann das nämlich ein bisschen die ganz feinen Unebenheiten noch ausgleichen. Jo, machen wir mal die Reihe fertig. Oh, es geht ja eigentlich mal ganz geil. Ne? Es quillt ganz schön viel raus. Aber ich bin eigentlich zufrieden. Ich nehme noch eine zweite Latte und lege die immer so mit dran, dass man die so ein bisschen auch in der gleichen Flucht und in der gleichen Höhe hat. Und zum Schluss kommen ja sowieso die Platten drauf, die befestigen das dann nochmal richtig von oben. Jo, ich gehe jetzt mal wieder in Zeitraffer-Modus, sonst würde das zu lange dauern. Und los geht's. Schon gleich ein ganz anderes Gefühl, wenn man hier drauf rumläuft. Sehr schön. Ich habe die fehlende Latte jetzt erstmal ein bisschen ergänzt mit welchen von hier vorne. Jetzt mache ich hier vorne weiter. Ja. Und dann sehen wir uns wieder, wenn... Boah, ich schwitze ja richtig hier bei dem Wetter. Wahnsinn. Ja, und dann sehen wir uns wieder weiter, wenn das alles soweit fertig ist. Bis gleich. Sind alle Latten drin, bis auf die einen, die habe ich jetzt wieder rausgeholt, nachdem es ein bisschen angezogen ist. Ja, hat gut funktioniert, besser als gedacht. Die Geruchsbelästigung vom Bremsenreiniger und von dem Sikaflex an sich ist jetzt nicht so hoch. Ich bin jetzt hier auch draußen, ein bisschen lauer Wind ist, also das geht überhaupt nicht in den Kopf, das könnt ihr durchaus ohne Probleme machen. Ich habe jetzt für die 8 Bahnlatten, also 8x4, 32 Meter Lattung, habe ich jetzt so 3,5 Kartuschen Sika benötigt, falls euch das was hilft, die Angabe. So, jetzt kommt der Boden hier wieder rein, damit er beschwert werden kann. Und dann gucken wir mal, was wir noch Schönes machen können. So, und ehe wir jetzt die Platte hier reinlegen, müssen wir unseren Flansch denken. Der muss ja genau dahin passen, wo wir vor einigen Tagen in die Karosserie das Loch gemacht haben. Da muss jetzt genau der Ausschnitt rein. Jetzt legen wir die Platte drauf und dann zeichnen wir von unten mal an. So, ich habe die jetzt ausgerichtet. Ist jetzt überall noch ein schöner Rand. Vorne genauso. Also noch ein bisschen Platz überall.
Kante sieht gut aus. Cool. Ich habe mir einen Lippenstift von meiner Tochter stibitzt. Nee, sie hat mir geschenkt, sie brauchte nicht mehr. Damit werde ich jetzt die Kanten einschmieren und von unten gegen die Bodenplatte drücken, sodass ich dann einen Abdruck habe, den ich dann abzeichnen kann. Ja, danach kommt der Lippenstift wieder ab. Schade drum, aber ja. Genau. Gucken wir mal, ob es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, ein wasserfester Stift würde hier keinen Sinn machen. Einen Filzer habe ich jetzt nicht gefunden zu Hause. Deswegen denke ich, dass das hier eine ganz gute Alternative ist. Auf den Ecken ein bisschen mehr, falls wir nur die Punkte kriegen. Ach, guck mal hier, kann man es denn auftragen. Aber nicht so dick auftragen hier. So. Na super, das klappt aber geil. Ein bisschen die Form ausstechen. Na, könnt ihr das erkennen? Da hat man jetzt schön den Abdruck. Den verbinden wir jetzt draußen nochmal auf den Bock, dann können wir den Ausschnitt schon sägen. Und nicht vergessen, den wieder abmachen, sonst hat man den überall im Gesicht wahrscheinlich, da wo er nicht hin soll. Das sollte passen. Jo. Super. Der Rest wird noch mit Sika zugeschmiert. Aber das sollte passen. Jetzt kommt die Platte wieder rein und dann gucken wir mal, ob der Flansch durch die Platte, durch den Zwischenraum und unten aus dem Auto wieder rausguckt. Ihr habt euch vielleicht gefragt, warum wir das so kompliziert machen mit einer Schablone und von unten gegen machen und so. Guckt mal hier, weil wir die Latten hochkant gemacht haben, haben wir nicht so viel Platz. Wenn wir die Stichsäge hier irgendwann ansetzen würden, würden wir hier gerade mal vorne mit der Spitze durch das Blech kommen. Und das lässt sich richtig scheiße sägen so. Und deswegen haben wir diesen Weg gewählt. Cool. Passt. Supi. Moin. Ein weiterer Tag. Wir ganz alleine auf einem einsamen Parkplatz. Heute kleben wir mal ein bisschen Armaflex. Also die da und ich hier. In dieses Auto. Jetzt macht sich das nämlich echt bewährt, wenn man die so gut es geht aneinander ausrichtet. Dann kann man die sich nämlich von der hinteren Bohrung nach vorne einen geraden Zollstock hier hinlegen. Und dann kann man hier entlang seine Bohrung setzen. Jetzt machen wir erstmal hier die äußeren Bohrungen und danach setzen wir die in der Mitte. Ein bisschen größer bohren für den Senker. Ja, hier würden zwei Akkuschrauber Sinn machen, aber mit einem geht's auch. Weiter, überall. Jetzt habe ich mal ein bisschen Pause, während Christina alles wieder rausschraubt. Meine schöne Arbeit! Mach's jetzt nochmal richtig. So, erstmal schön fegen und danach eine Nase vom Bremsenreiniger schnuppern. Für einen schönen Teil, wa? Ja. So, das zweite Stück Armaflex. Beim ersten hat die Kamera gesponnen. Ausmessen, vorher reinlegen, gucken, ob es passt. Dann mache ich mir hier ein Stückchen immer ab, weil es klebt wirklich wie Sau, wie man hier sieht, wie es alle sagen. Also Vorsicht, nirgendwo rankommen. Es wird noch Spaß in den Holmen. Aber gut. Und dann hier
anlehnen und schön einmassieren. Und wenn es drin liegt, kann man einen Schnipsel die Folie unten drunter wieder weiter rausziehen, sodass das dann richtig schön hier angedrückt werden kann. Ich zeige es nochmal, habe ich über dem schon gezeigt. Also das Material ist ein bisschen oberflächenempfindlich und reißt wirklich schnell ein. Daher ein bisschen Vorsicht, wenn man vielleicht später an den Wänden Armaflex klebt und noch filzen möchte oder so. So, dann wird es jetzt schön einmassiert und anmassiert, dass man die Sicken auch wirklich schön fest umschließt und sich da keine Luftpolster bilden können. Hier auf den großen Flächen ist das noch relativ einfach, sagt der Mann, der gerade mal zwei Bahnen geklebt hat. Später an den Holmen wird es bestimmt ein bisschen eine andere Liga sein. Na, kannst du erstmal hier üben. Genau. Ja, ist jetzt die Arbeit für die nächsten Stunden. Wir sehen uns. So, die erste Bahn ist fertig. Vorher natürlich schön entfetten. Ja, eigentlich die gleiche Arbeit, als wir die Latten aufgeklebt haben. Nicht vergessen, ab und zu mal eine Nase nehmen. Und das ist auch ein bisschen lustiger und das macht einfach ein bisschen mehr Spaß. Stunden später. Genau gesagt, 4 Stunden später. Macht voll viel Spaß, also ich kann es wirklich jedem empfehlen. Also es ist so richtig geil. Macht so den Kopf frei, man regt sich überhaupt nicht auf. Es passt immer alles perfekt, wenn man misst und schneidet. Ist echt supi. Aber ich sag mal, jetzt mal Spaß beiseite, es geht. Es ist wirklich gut, besser als gedacht. Cuttermesser braucht ihr eigentlich wirklich nur für kleine Schnipsel, wenn ihr sowas mal schneiden müsst. Ansonsten nehmt ein Brotmesser, das ist viel cooler. Du kannst ja mal draußen zeigen, wie wir schneiden. Mhm. Ich mache hier mal weiter. Wie war das? 24. 24. Okay. Mhm. Da. Wunderbar. Irgendwann hast du dann, und nach 4 Stunden sagst du dir auch noch, ach, ich hab Zeit. Ich kann warten. Guck mal her. Zeigen die Sau. Spreizen wir das mal ein bisschen hier. Kräftig drücken. Sieht aus, wie ihr wollt. Schön. Ja, so sieht's jetzt aus. Die erste Lage ist drauf. Wir wollen in der Mitte nochmal eine Doppellage legen und schon mal hier Rohr und Schläuche auf die andere Seite. Einmal ist schon gedämmt, für die, die sagen, es ist zu kalt. Hier ist jetzt eine Dämmung, die Rohre werden nur noch eingewickelt und dann kommen die hier irgendwo raus. Gut, bis morgen. Dämmung Teil 2 oder Tag 2. Und, was sagen die Hände? Ja, die erinnern sich natürlich. Ja, es regnet. Wir mussten in den Van ziehen. Deswegen ist es hier so ein bisschen spärlich mit der Beleuchtung. Wir schneiden auch hinten im Van auf den Tisch. Und wir bringen jetzt die zweite Lage Dämmung rauf. Das heißt, wir machen hier im Lauf- und Fußbereich 38 mm Armaflex. So, jetzt kommen wir in den Bereich der Standheizung und dessen Bereich, wo wir mit den Schläuchen und Rohren für die Stromversorgung auf die andere Seite müssen. Ich habe mir mal Muster zusammengeschnitten. Und jetzt sehen wir, also an dieser Stelle schaffen wir nicht noch eine doppelte Lage hinzukriegen. Das würde viel zu wenig sein, aber 6 mm sind noch drin. Das heißt, diesen Streifen werden wir hier mit 6 mm dämmen, damit die Rohre hier noch ordentlich dann drin liegen. Die Anordnung habe ich mir so gewählt, dass wir hier 230 Volt haben und hier die 12 Volt. Und wenn das Warmwasser hier durchfließt, dass die nicht das Kaltwasser irgendwie wieder mit erwärmen oder so. Deswegen liegen die so auseinander. Dann passt hier die Latte noch wunderbar hin. Mhm. Cool.
So, es ist soweit. Die erste Platte kann jetzt wieder festgeschraubt werden. Wir haben hier unten in den Ecken noch ein 3 mm Band gemacht, dass wenn die jetzt hier hochkommen, dass die jetzt, dass dahinter nicht noch eine Metallwand zu sehen ist. Dann hier vorne seht ihr schon, wir haben die jetzt komplett abgedeckt. Nochmal die Balken mit 6 mm Armaflex und haben in den Ecken die ersten Bohrungen offen gelassen, sodass wir die in den vier Ecken von den Platten ordentlich anvisieren können, dass wir hier natürlich jetzt auch die bestehenden Bohrungen in den Latten treffen. So, jetzt gucken wir mal, ob unser Plan funktioniert. Ja. Und da kann man dann nämlich schon das Loch sehen. So, da ist das Loch. Das heißt, so, dahin. Die ersten Schrauben sitzen quasi. Jetzt andere Schraube auch noch, andere Seite. Das heißt, dass die jetzt natürlich zwingend an der richtigen Position ist. Ja, dann taucht die richtig schön ein. Ja, auch. Und das Gute daran ist, dass dann Holz auf Holz nicht anfängt zu gnarzen. So, frei rum. Hier sieht man es nochmal mit den freigelassenen Löchern, damit man die richtig anvisieren kann. Das ist eine richtig geile Idee gewesen. Funktioniert richtig gut. So, bei Platte 3 haben wir die Besonderheit, dass A, die Standheizung drin und B, sollen ja da die Rohre auf die andere Seite. Wir haben jetzt schon mal ganz großzügig Schläuche verlegt und zwei Leerrohre für Strom. Hier nur kurz fixiert mit Klebeband. Dann kriegt die nächste Platte jetzt hier noch einen Ausschnitt rein, dass die wieder rauskommen. Und dann können wir auch schon die dritte Platte anlegen. Das heißt, selbst schon bei der Grundplatte, wenn man von der einen auf die andere Seite Rohre oder Kabel legt, muss man eigentlich schon so weit geplant haben, damit man weiß, wo man was an welcher Stelle braucht. Zum Beispiel sieht man hier, dass auch das Warmwasser lang genug ist, dass es dann später bis in den Küchenblock hier schon an der äußersten Stelle rankommt. Nicht, dass man unnötig stückelt. Oh, jetzt geht es nochmal kurz ans Sägen, das filme ich jetzt nicht und danach legen wir die nächste Platte rein. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr. Es ist jetzt 17 Uhr. Wann haben wir angefangen? Um 11. Also es zieht sich. Jawohl. So, Feierabend. Der Boden ist drin. Das Video ist zu Ende. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, abonniert unseren Kanal. Haut auf die Glocke, macht einen Daumen nach oben und wir sehen uns wieder, wenn es heißt, wir dämmen weiter. Tschüss! Oh, was für eine Scheiße.